Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Rust. Dabei ist der Avo. Moin, moin. Hallo Avo, wollen wir los? Ja, dieses Hallo. komische Huhn lassen wir einfach mal da so Hallo. laufen. Ja. Da scheint so ein Hahn auf der Beiz zu sein, so wie der daher gelaufen ist, du. Ja. So, denn lasst uns mal. Ja, Beziehungsweise. wenn du auf Syrah Na. schießt, schieße ich auf dich. Als wenn ich auf Xyra schießen würde. So, So, nee, so. euer Plan war ja, weiterzugehen, ne? Richtig. Ja. Aber weißt du, was ich lustig finde? Ich bin mit 10 Pfeilen losgelaufen. Jetzt habe ich schon 18. Na, wie das wohl Ach, kommt. Du sammelst immer meine Pfeile ein, ne? Lass uns nochmal so 3 Kilometer laufen, dann habe ich 20. Oh, also, was hat das echt drauf, ne? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das sieht ja echt Ja. phänomenal aus, ne? Ja, Das und ist wenn der sie jetzt, Burner. Der wenn Rest sie, ist Grütze, aber das ist top. ich wollte gerade sagen, wenn sie es jetzt noch hinkriegen würden, dass man sein Haus auseinandernehmen kann, wenn man möchte, Ja. Ich denke dann auch mal, wäre, dass. du hast echt kein schlechtes Ich Spiel. denke mal, dass es mit dem Patch auch nicht geplant war, dass sie es rausgenommen haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber warum haben die dann so einen komischen Bindbefehl da als Ich Veränderung denke mal, reingenommen? Die haben ja dass. geschrieben, dass Remove Admin Demolish Ja, Object from Hammer. Ich denke mal, dass es so nicht geplant war und dass das halt eine Notlösung ist. Ich weiß nicht. Ich Vielleicht kann mir sind sie nicht auch einfach vorstellen. ein Also ich bisschen hoffe dusselig. zumindest, dass es so wieder zurückkommt, wie es gehört. Ja, jetzt sagen wir doch mal ehrlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, naja gut, wenn du einen eigenen Server hast, dann nehmen wir dir jetzt auch die Rechte, dass du da aufräumen kannst. Das ist Sagt doch Blödsinn. mal so ganz dumme Frage. Nee, taut bei heißen Einer Wetter. von euch unser Häuschen auf dem Map markiert? Ja. Ja. Okay, ich nehme mich nicht. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe das irgendwie vergessen. Wir hatten da groß Ja. und breit in der letzten Folge drüber geredet. Hatten wir? Hatten wir. Mit der Map-Markierung? Mit der Ja. Map-Markierung. Ich könnte schwören, ich habe vom Fernglas gesprochen. Ja, du, Du aber bist wir auch der nicht. Einzige gewesen, der vom Fernglas gesprochen Aber ich weiß ja, wo es ist. Warte mal. Das müsste dann. Jetzt kriege ich. Dürer, das ist unsere Chance. Guck mal, die ganzen Steine. Schnell, schnell! Ich Ich will jetzt markiere es keine einfach mal Steine so, dürfte mitnehmen. hinkommen. Warum So. soll ich mir damit das Inventar zugrützen? Ja, so in etwa. Weil das selten ist, Stein. Ja, total. Weißt du, wie viel Stein ich zu Hause liegen habe? Könnte hinkommen. Naja, das würde erklären, warum Avro und ich keinen Stein haben. Wo seid ihr denn? Weiter in die Weg. Richtung. Über den Berg und runter. Ich glaube, ich sehe da jemanden kloppen. Du musst Richtung Süden gehen, Avo. Sagtest du nicht, da wäre Ah, viel da kommt er Stein? runter. Da kommt er runter, hört sich gerade schwierig an. Wie Stein? Guck doch Oh, mal, wie viel Stein hier ist. ich sehe einen Stein. Ein? Ich laufe schon mal weiter. Ja, ich komme mit. Wo willst du hin? Immer noch zu. Das ist Ja. echt viel Stein, ne? Ja, lass uns doch mal einen Stein mitnehmen fürs nächste Häuschen. Ich will keinen Stein mitnehmen. Ich will die Welt Oh. erkunden. Wir sind doch beim Erkunden. Ich will Wie weit keine bist du denn Steine jetzt? erkunden. Die Wie weit tust du ja bist auch du denn nur jetzt? wegschlagen, nicht erkunden. Wie weit ist sie denn jetzt schon vorgelaufen? Ich glaube, ich Ein bin weiter. Kilometer? Ein Kilometer 50 dürfte sein. Zu dem Naja. Wasserdingens da wollten wir, ne? Ja. Gut, dann renne ich da jetzt auch Wasseraufbereitungsanlage. straight hin. Ich verstehe auch nicht, warum das auf einmal jetzt bei mir Englisch ist. Machst du wieder Deutsch? Kannst du auch Kann ich ganz das? leicht. Ja, Grafikoption. Weißt Escape und du musst oben mal. rechts ist doch die Flagge. Du musst mal Folgendes bedenken. Rust hat sich gedacht, wenn der auf Deutsch immer die Häuser abreißt, dann müssen wir das mal auf Englisch machen, dann weiß er nicht mehr, wie es geht. Avo. Ja? Avo. Ja? Einfach Avo. Ja? Einfach Avo. Da hast du dir jetzt wieder ein Avo geleistet. Absolut, ne? Das ist halt ein Amonacho, der Ich weiß, wie würde es geht. jetzt ja, also wenn das nicht irgendwie jemanden runtersetzen würde, würde ich sagen, da hast du dir jetzt echt einen Kretschmer geleistet, aber ich glaube, das versteht jetzt nicht jeder. Genau. Ich sehe da einen Turm und das könnte die Aufbereitungsanlage sein. Das denke ich auch. Das ist immer ein steiniger Weg hier, du. Ich weiß also schon mal, wo ich hin muss.
Genau, und von da aus gehst du Richtung Süden, Avo. Warum soll ich immer Richtung Süden gehen? Weil das weg von uns ist. Das weiß ich. Deswegen frage ich ja, warum ich immer Richtung Süden gehen soll. Und ich sage, weil das weg von uns ist. Ja, ich weiß noch nicht, ob Nicole das auch so sieht. Ich halte mich aus euren Streitereien raus. Wer davon zu mir kommen möchte, darf kommen. Seit wann hat sie denn Mitspracherecht? Auch bei mir immer. Echt? Danke, Avo. Ja. Ich finde, Bett soll nach Süden gehen. Siehst du, Bett? So macht man das. Ja, du wärst der perfekte Mitarbeiter für meinen Chef. So, jetzt habe ich noch einen Stein mitgenommen. Wir haben so wenig zu tun, du könntest 3 Wochen Urlaub nehmen. Chef, aber nein, was soll ich denn die ganze Zeit zu Hause? Ich langweile mich doch nur, gib mir doch nur eine Woche. Wo du dann daneben stehst, klatsch. Ja, was hat mir neulich ein Kollege gesagt? Er wollte ein langes Wochenende machen, ne, weil dieser Brückentag, der da jetzt, ich glaube, wo wir aufnehmen, ist er schon lange gewesen. Du meinst es wegen Vatertag? Mhm. Und da kam der Chef wohl auch hin und da war so ein Jungspund, so 22 Jahre, und der hatte wohl schon zugesagt. So, und dann kam der Chef zu ihm hin und sagte ihm dann von wegen, würdest du am Brückentag arbeiten, der und der hat schon zugesagt. Was willst du da sagen? Ja. Nein. Wie gesagt, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich schon ein bisschen bei mir in der Firma bin. Und ich das schon kenne. Das ist ja doof. Aber ich würde definitiv nein sagen. Ah, da bekommen wir Rohöl raus. Ich bin voll. Sehr gut. Oh, was habe ich denn hier? Großer Verbandskasten. Das ist ja unschön. Ich bin voll. Habt ihr was gesucht, gefunden? Ja, also ich habe eine Kiste mit einem großen Verbandskasten. Ich versuche gerade hochzuspringen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich komme jetzt mal in eure Richtung. Oh, jetzt Nicole komm ich freut hoch. Sich und Bert möchte mich weghaben. Nee, ich bin oben beim Wasserturm. Da ja, komm ich ja da bin ich hin. Auch gleich. Da komme ich ja jetzt gerade hin, den sehe ich ja. Bist du gerade runtergefallen oder was? Nee, ich gehe gerade wieder runter. Du, für mich hat sich das angehört wie ein Pferd mit Knebel. Wieso gehst du runter? Weil das Ding gerade von innerhalb von 2 Sekunden auf 25 hochgeschossen ist. 25 Watt? Radioaktivität, ja. Du hast doch die Pillen. So eine Watt. Der bringt ja nichts, die machen das ja nicht auf Dauer. Oh! Oder? Stimmt! 39, 47, 55, 62. Ja, dann bist du jetzt gleich tot. Oh. Lass mich hier runter. Guck noch mal ganz schnell auf der Map, wo du bist, bevor du tot bist. Sie ist genau über mir. Ja, aber das weiß ich ja nicht, wenn sie zu Hause ist. Nein, ich sterb nicht. Brauchst du Pillen? Ich hab welche. Das wäre nett. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich weiß nicht, zumindest wie viel eine Packung bringt. Ja, das ist richtig. Ach, ja, übrigens, ich glaube gut 40 sind runtergegangen. Ach, das ist doch... Ich hätte euch ja gesagt, dass da Radioaktivität herrscht, wenn ihr denn mich gefragt hättet. Wir brauchen unbedingt wieder einen Anzug. Sag mal, Freitag, habe ich nicht in der letzten Folge schon angemerkt, von wegen, dass Klugscheißer keiner mag? Dass Klugscheißer keiner mag? Deswegen rede ich auch so. Ich habe doch schon mal meinen Anzug gehabt. Blöde Neustarts. Ich auch. So, dann geh ich jetzt mal da runter und guck. Ich hab meine Plattenrüstung natürlich nicht mitgenommen. Weil Plattenrüstung wäre ja natürlich jetzt over the top. Oh, ich hab ja so tolle Sachen. Das ist ja schön. Bett? Ja? Kommst du mit? Ich weiß gar nicht, was ich Ich muss nur noch schnell den Fluss überqueren. Ich weiß noch nicht, gucken, wie wir hier am besten runterkommen. Also, Avo, wir gehen jetzt direkt runter zur Wasseraufbereitungsanlage. Ja, ich bin gerade direkt im Wasser. Das ist schon so aufbereitet, so Fluss. Ich möchte ich da nicht runter. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was bist du denn? Ein Wolf oder eine Gämse? Eine Hirsch. Eine Gänse? Eine Hirsch. Gämse. Ich glaube, hier können wir das hinkriegen.
Was ich ja auch lustig finde, ist, dass das Hirschgeweih ach, hier haben wir noch so eine Ölpumpe. Andere Richtung, Syrer. Was ich ja lustig finde, ist, dass sowas wie Hirschgeweih und Käppi, was man so aufhat, dass das auf einer kurzen Distanz ist, ist ja schon weg. Dann sieht man das schon nicht mehr. Ich gehe mal so einen Turm hier hoch. Das sieht echt gut aus hier, ne? Das sieht so richtig Fallout-mäßig aus. Ja, stimmt. Dann muss ich mal gucken, wo ihr seid. Genau. Und wie ich da hinkomme. Ich brauche meinen Anzug wieder. Ich kann nichts machen. Boah, das donnert hier aber hoch, du meine Herren. Ja. Ich sehe einen von euch. 40 macht er, ne? Hast du gesagt? 63, scheiße. Bei mir ist gleich hin. Und ich komme hier nicht mehr raus. 63, scheiße? Wieso nimmt er die scheiß Pillen nicht? Ich sehe dich. 83, 84. Ich kann die Pillen nicht nehmen, wieso nicht? Hallo Führer, bin hinter dich. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin immer noch auf 79 und... Guck ganz schnell auf der Map, wo du bist. Ja, ich weiß, wo ich bin. Wieso hab ich denn mit der Radio... Bist du hier drunter Radioaktivität? Oder wo war... Hier ist überall Radioaktivität. Ich hab keine. Ich hab nur noch 18. Warte mal, ich sehe eine Binde. Ich muss mir einmal kurz die Stelle markieren, bevor ich jetzt gleich drauf gehe. Ja, da drin, Nicole, bist wahrscheinlich unten im Turm gewesen, ne? Ja. Wo bist du? Hier bin ich. Guck hier. 37, da ich bin gleich down. Fallen lassen. Binde. Oh, keine Pillen mehr, scheiße. Ich guck mal, ob ich noch was finde. 5. Weil ich habe hier keine Radioaktivität. Ich glaube, ich komme da auch mit dem Heil nicht mehr gegen an. Die Radioaktivität, die bleibt zu weit oben. Ich habe Pillen, habe ich leider nicht. Ich bin down. Ich auch gleich. Also die Radioaktivität ist definitiv zu stark. Ja. Da hatte ich jetzt auch ein bisschen Radioaktivität. Aber ich kann im Bett Außenposten aufwachen. So, ich stelle mich jetzt mal hier oben hin. Hier ist ein schöner Ort zum Sterben. Wo bist du jetzt den Turm hier hoch? Nee, Turm kann ich nicht hoch. Der ist so schlimm. Dann sag mir schnell, wo du bist, dass du gleich deine Leiche wiederfindest. Hier oben bin ich. Ich weiß aber, wo ich bin. Hier oben bin ich. Das ist gut. Ja, bin tot. Jetzt kann ich auch nicht mehr hüpfen. Aber ich weiß, wo ich bin. Das ist schön. Nur ich weiß es leider. Außenposten. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe Bett gefunden. Na? Ja, lass mich mal da liegen. Ich bin gleich da. Nee, es ist auch sehr schlau, sich den Kram auf der Karte zu markieren. Ja, das braucht man nicht. Also weißt du, wo aufbereitet was war. Die Karte hast du ja nicht mehr, wenn du dann wieder... Da ist was dran. Richtig. Also meine Radioaktivität, die sinkt wieder. Die war eben auch mal ganz kurz. Nee, also wenn ich das sind auch so Sachen, da ärgert mich dieser ständige Neustart. Denn eigentlich hätten wir alle schon einen Anzug gehabt. Mhm. Wir könnten da eigentlich so Suche reinlaufen. Ich sag jetzt mal, das Spiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber es wurde ja noch aufgelegt. Aber ich finde es trotzdem toll, dass die, ich sag mal, jetzt wirklich noch hardcore dabei sind, da, dass die da wirklich wöchentlich 2-3 Patches raushauen. Ja, aber bei dem Alter ist da wirklich... Ja gut, noch wie gesagt, so das Spiel wurde neu aufgesetzt. Und es ist auch klar, mein Gott, kennst du ein Early Access Spiel, was es wirklich bis zum Ende geschafft hat? Ich esse noch mal ein bisschen was, ich habe da was gefunden. Bestimmt. Welches? Guck mal, guck dir mal 7 Days to Die an. 7 Days to Die gibt es schon seit 4 Jahren oder 5 Jahren, oder? Ja, und ist auch immer noch. Ark ist auch immer noch nicht fertig. Ja, wie gesagt, es wird da auch nie rauskommen. Ich kenne ein Early Access Spiel, das ist schon seit über 15 Jahren Early Access. Welches? Live for Speed. Need for Speed? Live for Speed. Ach, guck mal, ich habe einen fetten Verbandskasten gefunden. Hast du den zufällig gerade aus meiner Leiche gelootet? Nein. Den habe ich hier auf so einem Turm gefunden. Ich meine, aus der Entfernung, es sieht ja schick aus, die ganze Anlage, aber ich brauche dringend einen Anzug und deswegen werde ich mal... ich habe euch das gesagt. Werde ich mal schauen, dass ich Tonnen loote, wo auch immer ich die finden soll, dass ich so einen scheiß Anzug mal wieder finde. Naja gut, wir können ja nach der Folge sagen, dass wir erstmal, wie gesagt, ich muss ja ein bisschen am Haus bauen. Wo seid ihr denn? Ich bin auf dem Weg zu meiner Leiche. Dass wir uns erstmal, was weiß ich, wieder mit genug Fleisch und
Ausrüstung und sowas alles versorgen und dann vielleicht mal wieder losrennen. Weil ich glaube, wenn du die Hardcore-Plattenrüstung machst, die reicht auch schon aus. Hardcore-Plattenrüstung? Ja, da bin ich gerade auch drüber gestolpert. Diese richtige Plattenrüstung, die du bauen kannst. Weißt du, nur mit diesem Edelmetall da. Ach so, davon habe ich das Oberteil ja schon. Ja, ach nee, ich habe nur die Hose. Nicht, nee, und die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Nee, ich glaube, das ist nicht die Plattenrüstung, die ich habe, stimmt. Wart ihr schon in der Lagerhalle drin? Wir waren noch nirgendwo drin. Wir haben nur die Türme besucht und sind krepiert. Ja. Ich hatte nur an einer Stelle jetzt bis jetzt heftige Radioaktivität. Aber hier in der Lagerhalle, aber ich glaube, hier war auch nichts. Ja, ich werde mal gucken, ob ich das Ding zu Hause herstellen kann, die Plattenrüstung. Und wir hatten auch nur radioaktiv, als wir hochgegangen sind, aber dann ist der Kram so schnell hochgeschnellt. Ja. Deswegen bin ich auch nur am Anfang und ich bin sofort wieder raus und dann war ich nur auf 13 oder so. Und dann lief das. Ja, wir hatten ja, also ich zumindest hatte probiert, da von wegen mit den Pillen reinzugehen, aber die kommen da nicht hinterher. Oh, Kürbis. Ja, ich kann dann gleich mal gucken, ob ich euch finde. Oh, eine Kiste. Hier ist ein Hirsch. Oh, hier liegt was Süßes. Oh, hier liegt was Süßes. Oh, hier liegt was Süßes. Der Hirsch ist lustig. Oh, geht Turm hoch, da liegt eine Kiste. Da muss ich doch jetzt glatt wieder raufgehen. Also wenn ihr dann mal irgendwann da seid, wann seid ihr dann da? Ich bin gleich da. Das ist schön. Dann stelle ich mich, weil ich Daniel gerade nicht sehe, zur Bats Leiche und dann finde ich euch. Mhm. Ich habe hier, ich weiß nicht, welche Leiche ist das hier? Meine liegt oben auf dem Berg mit Blick auf das komplette Gelände. Ja, dann ist das hier bestimmt. Deine ist unten, ja. Dann gehe ich mal hoch auf Berg, weil ich weiß, wo du bist. Hier müsste meine sein, irgendwo. Ah, das da hinten ist sie bestimmt. Weil hoch auf Berg kenne ich ja. Da ist er, wer nackig. Hast du sie schon gefunden? Meine Leiche müsste hier irgendwo liegen. Hier irgendwo? Warte mal, ich habe noch Fernglas. Hier. Axt, Pickaxe. Ich sehe da keine Leiche. Nö, aber ich sammle hier gerade meinen ganzen Kram auf. Ach so, da vorne liegt noch Öl. Wo ist mein Ziemlich Schwert? Ziemlich nah am Abhang. Man kann echt hier keinen Kannibalen mehr spielen. Mein Schwert ist weg. Wer von euch hat mein Schwert geklaut? Nein, wir wussten ja nicht mal, wo du bist. Wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht mal, wo du gestorben bist. Hier ist noch irgendwo Öl hier am Abhang gewesen. Kann das sein, dass das Schwert eventuell hier runtergerutscht ist? Nee, ne? Sehen tue ich nicht. Also man kann keinen Kannibalen mehr spielen. Das haben sie abgeschaltet. Na, wie schön. Naja, Kannibale, so ist ja auch eine Sache, aber sich selbst zu essen, das ist eben das, wo ich sag, nein. Also das ist eine anerkannte Krankheit. Hier unten liegt nichts. Wie nennt sich denn diese Krankheit? Sich selber zu essen? Das gibt es. Also Beth hat jetzt damit gesagt, dass er krank ist. Oder wie? Also ich würde es jetzt nicht abstreiten, aber vielleicht nicht unbedingt diese Krankheit. Naja gut, ich habe nicht alles wieder, mein Bogen ist auch nicht da, aber okay, ist wahrscheinlich despawned, weil ich etwas länger gebraucht habe. Aber okay, das sind Sachen, die kann ich mir dann halt wieder herstellen. Was wollen wir dann jetzt machen? Wollen wir dann jetzt wieder nach Hause oder was wollen wir machen? Schlauerweise glaube ich ja. Und dann rüsten wir uns mal richtig aus. Da vorne ist die Kiste. Kann ja gleich mal mein Vorhaben umsetzen. Häng am Stein fest. Na nee. Hier ist ein Loch. Gut, dann mache ich mich so langsam auf den Rückweg. Sehe ich das richtig? Hier ist auch noch eine. Nicole, hier ist noch eine Tonne. Weil das ist ja eine ganze Ecke. Ach, da. Unten sind übrigens auch eine Menge Tonnen drin, ne? Ja, aber da gehe ich nicht mehr runter. Noch nicht. Ich werde mich so enorm ausrüsten, ihr werdet mich nicht wiedererkennen. Und dann werde ich diese Welt unterjochen! Was? Okay. Was? Hast du, was? Wo sind wir eigentlich hergekommen? Von zu Hause. Muss ja nur auf die Karte gucken. Ja, irgendwie, ach, diese Karte. Das Schöne ist, ich habe jetzt so viel Platz, dass ich gleich in dem Zwischenlager wieder meine Taschen vollklatschen kann. Wolltest du erst zum Zwischenlager?
Jo, da gehe ich jetzt vorbei. Also das Fleisch lasse ich da, aber... Okay. Ich gehe mal direkt auf den Weg nach Hause. Da ist nämlich noch der Außenposten dann. Und noch andere Sachen. Ich glaube zumindest, dass ich direkt nach Hause gehe. Ich weiß es gar nicht. Das ist ein weiter Weg, ne? Wieso? Ihr wisst doch, wo das ist. Ihr habt es doch markiert, oder nicht? Ja, aber du musst ja bedenken, ich bin doch dreimal gestorben. Wieso? Hast du deine Karte nicht mehr, oder was? Nein, die war doch weg. Da war doch alles weg. Ach wie so. Ich im Schnee gestorben bin. Ach stimmt, jetzt wo ich gerade gucke, ja, meine Map ist auch weg. Ich habe keine Map mehr. Aber ich finde mich trotzdem wisst zurecht. Wisst ihr, wo? Ja. Weil ansonsten warte ich. Ich wollte gerade sagen... Ich finde den Weg. Sicher? Weil ich bin hier auch noch. Ich bin gerade über den Fluss rüber. Sonst warte ich auch. Kann es sein, dass ich schon vor dir bin? Also wenn du gerade über den Fluss rüber bist, dann musst du eigentlich gleich auf mich zukommen. Normaler, jetzt hier beim Penishügel. Normalerweise brauchst du nur... Ja, Bert, da, ist hier dich. Normalerweise brauchst du jetzt nur die Sonne im Rücken haben. Ja, wie gesagt, ich finde den Weg. Okay. Das kriege ich hin. Wie nicht? Oh, Hühnchen. Nimmst du es mit? Hast du nur jetzt noch eine Karte, Bert? Ja, ich habe eine Karte. Okay. Oh, Avo, magst du mal kommen? Ich habe keinen Platz mehr. Oh. Hast du auch keinen Platz mehr? Nö. Ja, ich hätte noch Platz. Hast du... Stoff liegt hier noch. Hast du Knochen? Ich komme hier nicht mehr aus dem Wasser. Knochen habe ich. Dann gib mir die Knochen, dann hast du Platz. Oh, da ist ein Pfeil. Ja, Knochen. Oh, da ist ein Pfeil. Gut, dann hast du Platz. Oh, da ist ein Pfeil. Oh, da ist ein Pfeil. Oh, ich habe jetzt 19 Pfeile. Kann ich auch nicht nehmen, was kann ich hier wegschmeißen? Hast du Holz? Ein Seil. Pass auf, das nein. Oh, ich wollte aufs... Ja, nimm mal das Hühnchen. Kannst du das nehmen? Nee, ich habe ja keinen Platz. Ja, dann das liegen. Komm. Aber Hühnchen... Ja, aber das ist ja nicht, was wir bei armen Leuten sind. Und, ja, aber das war doch ein freilaufendes Huhn. Jetzt müssen wir wieder eins aus Käfighaltung essen. Wir haben Käfighühner. Sehe ich jetzt nicht so das Problem drinne. Guck mal, außerdem habe ich mir jetzt gerade eine neue Map gemacht und ich brauche die Punkte nicht, weil ich weiß ganz genau, wo die Punkte waren. Ah, das ist ja nett. Und ich bin auch so auf dem richtigen Weg. Also ich bräuchte gar keine Karte, um nach Hause zu finden. Mann, bei mir ist sowieso das Merkwürdige. Sie gibt's ja gerade so richtig an, ne? Ja, aber mein Gott, wie lange kennen wir uns jetzt? 2 Jahre. Abo. Mal ganz ehrlich. Ja. Was willst du mir damit sagen? 2 Jahre schon? Ja, mindestens. 2,5 sogar schon. Ist alles so weit weg. Oh, So, Nein, Quatsch. Luge, ey, Lüge. Wir sind doch schon fast im 3. Jahr. Also zumindest jetzt von meinem Kanal wäre das jetzt fast das 3. Jahr. Und wir haben uns ja kurz darauf ja kennengelernt. Ja. Jo. Ja. So in etwa. Da, wo es nicht sympathischer geworden. Ach, also. Du musst mal in die letzten Folgen reinhören. Syra findet mich offensichtlich schon sympathisch. Ja. Bei dir habe ich ja auch Mitspracherecht. Du respektierst mich. Mhm. Bad, mach dir mal Gedanken drüber. Nö. Wenn du weißt, was das ist. Nö. Nicht? Nanü. So, warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich mache diese Frau jeden Tag glücklich. Dazu brauche ich nicht erst mit euch aufnehmen. Gott, das ist ja noch ewig weit weg. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Ich würde sagen, dass wir vielleicht mal erlösen. Erlösen? Erlösen die Zuschauer von unserem Walking Simulator 2017. Na, wir wollten doch, hast du gesagt, erkunden. Und jetzt erkunden wir. Ja, das ist definitiv Erkundung, ja. Und jetzt nennst du das Walking Simulator. Ja, weil hier kennen wir es ja schon. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich bin vom rechten Weg abgekommen. Warum das? Nee, ich hab gesammelt. Weil sie die Karte doch nicht so gut kennt. Nee, ich hab gesammelt. Ja, da bin ich ja gerade auch bei. Ich sammle Punkte auf meiner Karte. Damit du willst jetzt bestimmt damit sagen, dass die Folge quasi zu Ende ist. Naja, wir sind bei fast 25 Minuten. Gut. Und der Hund kreuzt die Beine. Ach so. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause für heute. Ja. Ja. Dann kann ich auch gleich deinen Bruder nochmal anschreiben. Ja, mach das mal. So. So.
Ja, denn, Gott, jetzt sind meine Taschen schon wieder voll. Wie hab ich das nur gemacht? Wie macht sie das nur? Ich frage mich das auch. Ich brauche einen Rucksack. Meine Taschen sind nämlich auch noch voll und ich habe hier eine ganze Menge Steinchen. Oh, ein Rucksack wäre so super. Aber okay. Wir haben noch einen weiten Weg vor. Ich habe schon wieder gemalt, obwohl ich nicht malen wollte. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und während ich hier meinen Fauxpas wieder ausbessere, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.